Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil vom Landwirtschaftssimulator 17 Wild Farming Projekt. Hier zusammen mit dem Sachsen Let's Player. Wobei, ist er gerade dabei? Ist er da? Nee, der macht sich ja, der kommt vielleicht aus dem Keller. Genau, er kommt später vielleicht noch dazu. Mit dabei ist auf jeden Fall noch der MacManius, Ansgar von Nordrhein TV Play, Guden, Freezy und Werner von Burning Gamers. Hallo, offenbar haben wir hier ein Problem. Moment, ja. ich steig mal aus. Gerade ein Kfz auf die Seite. Oh, Alter, ohne. Danke. Der Superabfahrer, der sich gerade noch so gelobt hat. Freezy? Das gibt ein Minus. Ich find's genial. Hast du das ist einfach so der Hammer hier eben. Was denn? Aber ich glaube, das ist die Unterhaltung, ja. Das ist einfach. Wer ist hier eigentlich mit dem Strohabfahren betraut? Das ist Guden. Ah. Jo. Eigentlich bin ich ziemlich schnell. Ich fahre eigentlich immer hinter dem Drescher her. Aber irgendwann bin ich voll und dann habt ihr ein Problem. Richtig. Ja. Aber ich mag das eigentlich, wenn ich vom Feld weg bin, ehrlich gesagt. Dann ist es nicht in der Nähe. Aber ich kann. Ach so. Oh, gut, ey. Du hast echt einen an der Klatsche. Ja, nee, das ist doch normal. So krass, ey. Weil ich das wird ewig gehen. Das wird nicht so ewig lange gehen. Wenn ich irgendwas crashe, ich hab die Augen zugemacht. Ich finde, das ist pure Ästhetik. Was habe ich das letzte Mal so mit. Dann kam LS8, LS9 raus. Ja, so mit 12 vielleicht. Aber Jungs, jetzt guck mal, wir haben das halbe Feld schon gemacht. Ja, das geht wirklich gut mit dem Schneidwerk. Es ist halt, sag ich mal. Es ist weder gut noch schön, ne? Es ist zweckmäßig. Einigen wir uns auf zweckmäßig? Es ist halt, der Vorteil ist halt, dass das Rohr halt noch die richtige Länge hat. Kennt ihr Glatzmatz? Was, wen? Glatzmatz? Nee. Hatte Gronkh mal irgendwann in einem Video. Glatzmatz, hässlich wie die noch. Nee, kenn ich nicht. Ach ja. Das erinnert mich an der Stelle. Ist er wieder? Ja, ich bin wieder da. Mal gucken, wie lange. Aber ich bin ein Surfer nicht mehr. Das ist das Problem. Der Surfer ist eh besser, da. Wenn du runter bleibst, sonst musst du ja schneller weg. Ey, kannst du nicht mal irgendwie hier Lemmings spielen oder Worms oder so? Auf jeden Fall, unsere Community-Surfer sind hier. Ach, hier. So. Da. Was macht ihr denn da? Leon, willst du mal tauschen? Nein. Oh. Aber ihr seid eh fertig von der Zeit. Das ist immer so eine Stimmung. Was? Wollen wir gerade tauschen? Ihr seid eh fertig von der Zeit, oder? Ne, ich mach eine davon. Wir sind schon in der nächsten Folge. Was? Wir sind schon in der nächsten Folge. Oh, ja, dann doch mal ein. Oh, na da. Da steig ich auch mal ein. Nur Hallöchen, damit herzlich willkommen wieder hier zurück zu Wild Farming. Nur müsst ihr ein bisschen später einsteigen, ne, wegen der Live-Störung-Karte, aber ihr wisst ja Bescheid. Aber, naja, außer sie verarschen mich jetzt und wir sind noch in der alten Folge, das ist mir auch egal. Guten Zeit. Ja. Drei haben wir was? 3 Minuten 27. Ne, wir sind fertig. Achso! Gut, Randy. Kannst du abmoderieren? Deine Mutter. Aber ich gar nicht anmoderiert. Würde ich hochladen, ey. Mach nur noch solche Parts. Das feiern die Leute. Also, in der Pause das heißt ja, die Videos Minuten. Unter 3 Minuten werden einfach häufiger zu Ende geschaut. Deshalb gibt es aber die nur so Videos. Ja, aber du weißt doch, habe ich von den großen YouTubern gelernt, ab 10 Minuten kann man erst Werbung schalten, wie man will. Ich finde das immer lustig, wenn Leute Videos machen, so dieser, wie heißt der Freund von Bibis Beauty Palace nochmal. Kyrienko. Ach ja, nee, halt. Letztens zum bei so Sachen kannst du dich immer auf Sachse verlassen. Ja, das ist krass, ne? Wie das ist ein Lexikon. Jetzt letztens ein Video mit 10 Minuten 5 hochgeladen und es war so offensichtlich, da waren 4 Werbeerschaltungen drin. In einem Video? In einem Video. Ja, das ist halt normal, aber bei denen. Hat Bibis Product Placement doch wieder alles richtig gemacht, ne? Weißt du, was Randy mal gemacht hat? Randy hat mal ein Video gemacht, irgendwie falsch gerendert oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall war das Video schwarz. Das Bild war schwarz. Ja, stimmt, ETS. Ja. Und die Leute haben immer refreshed, weil die dachten, der Browser hätte ein Problem. Der hatte so viele Klicks auf unser Video. Sag mal, ist bei euch auch das Bild die ganze Zeit? Schon 1000 Kommentare und ich weiß nicht, wie viele Klicks, Likes und die Alter.
Ey, das ist mal eine Strategie, ne? Ja, so funktioniert die gut, ne? Ja. Da kann sich auch keiner mal eine schlechte Auflösung aufnehmen. Ja, warum noch Mühe geben, ey? Weißt du, ist ja wirklich so. Kannst du auch 4K freischalten, egal. Dann ging's nur schlimm. Boah, mal 4K, schwarzes Bild, ey, wie geil. Oder gönn ich mir jetzt Fullscreen, Digga. Sind wir lieber Richtung Schweiz gefahren, da kamen dann halt noch die Kommentare, na, so schwarz siehst du in der Schweiz ja auch nicht aus. Ja, wenn wir da dritten halb. Ich hab bis jetzt noch gar nichts gemacht. Ja, wir sind immer noch in der letzten Folge. Wir sind in der letzten Folge, na, dann machen wir es doch so. So, hallo, wir sind dann wohl doch dementsprechend in der letzten Folge. Wir lassen einfach, die scheiß Abmoderation. Immer noch Wildfarming ist so bis er mittlerweile Sonder. Er hat die Aufnahme wieder Wer beendet. Hat es? Also, ich hab die Aufnahme nicht mehr angefangen. Nicht. Oh, warte, gut. Also, aber wieso moderierst du in der Folge jetzt das zweite Mal schon an? Das erste Mal war fake, weil ich immer noch von der Zeit her dachte, ja, wenn cuttet ihr schon mal bei 15 Minuten ab. Boah, ich halte jetzt mal voll auf das Schneidewerk. Wer hat die Aufnahme da brennen die Augen, da brennen die Augen. Nein, oder? Nein. Was denn, ja. Aber soll ich dir mal was sagen? Ein Vorteil hat das Schneidewerk, um es auch mal die Vorteile zu nennen. Zwei Leute, die grubbern mit dem Schneidewerk und der 4,50 Meter Seemaschine, es läuft keiner auf den anderen auf. Seid ihr wirklich durchweg? Ja, das ist aber der dem Umstand geschuldet, dass der Guten hier immer das Stroh wegbringen muss. Nein, ich sag ja, es läuft keiner auf. Hey. Also angenommen, also ich glaube, es gäbe kein Stroh, dann würde ich zwei, theoretisch keiner auflaufen. Ja, ist halt doch so, aber... Ja. Ich glaube, ich bin nächste Woche krank. Aber Guten hat immerhin schon 5000 gemacht mit Stroh, ne? Ja, siehste. So, Anhänger sind voll. Schön gemacht, Friesen. Irgendwie diesen Schneidewerkskauf ausgreifen. Boah. Siehst du das? Das ist Musik in meinen Ohren. So, ich muss da mal drehen. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber gibt's hier was umsonst? Weiß ich nicht. Ja, Schneidewerk gucken. Jeder darf nur lachen. Jeder darf sich ergötzen an diesem Anblick. Warum leckt das bei mir jetzt so hart? Weiß ich nicht. Ich hab meine Probleme auf dich übertragen. Jetzt ist weg. Siehst du? Hast du schon mal die Reihe? Wir lagern erstmal ein, oder? Internet versucht? Ey, die Reinigungs-CD, ne? Sowas gab's ja wirklich noch früher. Ja, und da kam immer so eine komische Stimme, so eine Art Navi-Stimme. Schalten Sie jetzt auf Track 5, um das Reinigungsprogramm nochmal abzuspielen. Was? Ja, kennst du die nicht mehr? Nee, ich kenn die nicht. Früher für CD-Player? Musst du doch kennen, du bist auch schon Asbach. Ich hab das anders gemacht früher. Reingepustet. Neu gekauft. Ja, erstens das und zweitens virtuelle Klon irgendwas. Punkt. Ach, alles klar. Ja, kenn ich. Well? Guten Tag, Ihre Reinigungs-CD. Rücken Sie Play, um mit der Reinigung zu starten. Das war so fettig. Weißt du, Guten hat doch genau die richtige Stimme dafür. Das machen jetzt die Backöfen. Hier seid ihr. Wisst ihr das eigentlich? Kennt ihr die neuen Bar? Also diese neue. Wenn weiterhin Probleme auftreten, spielen Sie bitte nochmal Track 8. Randy, ach, was war das jetzt für eine Aktion? Genau. Ich wusste nicht, wo ihr seid, deswegen bin ich einfach fix eine Runde gefahren. Mach doch mal den scheiß Zug da weg! Da muss Leon gleich wieder runter. Ja, jedes Mal, welcher Vollhong stellt denn den Zug jedes Mal dahin? Der steht jetzt mit dem Weg. Warum sagst du es? Ich weiß ja, wer es ist. Hä, warum brauchst du dann? Ja. So. Aber das ist doch kacke. Moment! Ich hab euch ja noch gesehen. Guck mal, Randy, jetzt kriegt der Tino hier einen Heulanfall. Solo. Was haben wir denn so leicht? Das mag ich, das mag ich. Nein, Schrank geht nicht rechtzeitig auf. Ja, doch, jetzt. Jetzt. Traurige ist, die meisten Zuschauer kennen wahrscheinlich gar keine Reinigungs-CD. Ja. Ich kenne auch keine Reinigungs-CD. Die meisten kennen einfach, Mama, das geht nicht das mehr. Das war einfach richtig die geil. Das war einfach eine CD mit Bürsten drunter. Was? Aber, und im Endeffekt. Ja, du hast ja einen CD-Player, früher hast du einen CD-Player und da hast du einen Leser drin, der das gelesen hat. Und dieser konnte ja verschmutzen oder verstauben. Und dann kann es passieren, der hat er halt eben gehagelt und das nicht mal richtig gelesen oder irgendwelche Aussetzer gehabt. Und da gab es eine CD mit Bürsten, die hat sich Reinigungs-CD genannt. Ja, so rein, die hat den Leser wieder gereinigt. Ist kein Scheiß. Einfach so.
Ja, dann kam so runter, dann kam immer so ein Programm und quasi. Du musst nichts mehr dazu noch reinmachen oder so. Dann kam auch keine Musik oder so, sondern nee, hat man nur gehört, wie das Ding da drin geschoben wurde. Also du hast einen Liter Wasser reingeschüttet, hast dann die CD rein und dann ging das ab. Ja, ist klar. Ja, deine Zahnpasta dazu oder so. Ja, ja. Aber nein, mit der CD, das war halt tatsächlich so, ne? Das ist. Aber wie Guten schon sagt, wird kaum einer kennen, ne? Ja, die meisten kennen ja noch nicht mal mehr VHS. Ja, das war ja auch unnötig. Ach komm, laber nicht. Wieso kennst du das eigentlich VHS, alles noch? VHS, was wer kennt Ansgar, das ich weiß nicht, was du damals gemacht hast, aber... Ja, das nicht. Ich hab Playmobil gespielt. Ja, ich auch. Und Lego. Das ging parallel. Kein VHS-Kassetten? Ansgar, kennst du kein VHS? Doch, klar kenne ich noch VHS, ja. Aber ich hab das selbst nie in der Hand gehabt oder sowas. Also, ich hab gar nichts von dir gemacht, das weiß ich noch. Du hast damals nicht deinen VHS-Recorder genommen und hast abends bei DSF das aufgenommen. Nein. Was, ich weiß genau, was er meint, die sexy Sportclips. Das kann doch nur von Randy kommen. Ah, okay. Randy hat auch, Randy hat auch einen Ordner zu Hause, wo alle Seiten von den Bravos drin sind, weißt du, diese Seite. Aber so ja, das war immer nur, das war ja langweilig. Ja, da hat er schon VHS gehabt. Und da gab es ja schon VHS, ja, richtig. Also gestern hatten wir auch ein tolles Gespräch und dann sage ich, ob es da wohl irgendwas Randy. Gibt. Randy, Moment, Randy. Moment. Randy konnte hau mir ab. 7 Links schicken. Von der Scheiße, ich denke, Alter, Randy. Randy, hau ab. Okay. Sag jetzt mal nicht, was das war. Nee, darüber reden wir jetzt hier auch nicht. Kann ich nicht. Ja, das ist immer, er weiß es aber auch und fragt aber halt nur so provokant, ja, gibt's da was? Ja. Es gibt über alles was im Internet. Ah, jetzt Das von gestern, Tino, weißt du? Ja, nee, logisch weiß ich's, aber das ist doch, weißt du, eigentlich hasse ich solche Menschen, die anfangen von etwas zu erzählen, aber dann nicht erzählen, um was es geht. Ja, es geht um Schneidwerk oder so. Ja, nein, ja, das genau. Natürlich darf man sich, aber weißt du, dann sagt man es doch gar nicht erst. Voll leise. Ich wollte aber Ansgar noch was fragen. Soll ich deine Mom holen? Wow. Ansgar, du hast ja diesen neuen Early Access Simulator gespielt. Wie heißt das? Age of Farming. Ist das was Vernünftiges? Ja, saugeil. Nice, weg. Weißt du, wenn du Age of Empire und Age of Mythologies gespielt hast, müsst ihr das Spiel auch holen. Christoph, ich wollte nicht. Aber so erzähl mal, Ansgar, wie ist denn das? Ja, das ist halt nix. Das ist kein Spiel. Okay. Aber also vielleicht wird das ja noch irgendwann was. Ich bin da zuversichtlich. Sind wohl polnische Entwickler und vielleicht in einem Jahr oder sowas, vielleicht ist das dann mal was. Ich weiß es nicht, aber kann ja sein. Ich hab's jetzt mal angezockt. Ja, sollten halt mal dann noch Deutsch einfügen. Das wäre dann auch schon mal das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Kein fertiges Spiel, sondern ja, Deutsch. Das ist in Englisch. Ja, guck mal, die haben jetzt ja erst wieder ein Patch rausgehauen. Schön Tschechisch und Spanisch hinzugefügt. Hey, das ist nur Polnisch, aus der Community übersetzt. Also Sprache, oder? Bisschen mehr Emotion. Nein! Was? Ich meine, gut, für den Preis kannst du nichts falsch machen, aber wenn sie da wirklich mal so, wenn sie so an den Planer Landwirtschaft irgendwann mal rankommen, dann ist sicherlich cool, weil das Spiel. Oh nein, redet das mal über die frische What? Saat. Ich fass es nicht! Ich bin 95% voll, ich muss hier irgendwo. Du musst abspritzen, ne? Dann ja, like es da. Ja, like steht dann neben dir. Aber jetzt. Wenn das Spiel hoffentlich irgendwann mal an den Planer Landwirtschaft rankommt, das ist ja so, als wenn du beim Hochsprung sagst, hoffentlich schaffe ich irgendwann mal die 50 Zentimeter. Ja, aber guck mal, der Planer war doch gar nicht so schlecht. Bald mal was anderes. War aber das hat ja nichts mit Landwirtschaftssimulator zu tun. Das ist ja darum geht es doch auch gar nicht. Nee. Aber das war nie der Anspruch des Spiels. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob die also was leisten können oder nicht. Also mit Landwirtschaftssimulator meine ich jetzt übrigens nicht den Landwirtschaftssimulator, sondern ein Simulator, der Landwirtschaft simuliert. Ja, ja. Das ist ja weiter. Also im Endeffekt zu Kettle & Kurbs könnte man ja auch Landwirtschaftssimulator sagen. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Eine Agrarsimulation halt. Genau. Dann könnte man jetzt auch wieder sagen, ja, aber den Agrarsimulator. Er wäre so gut geworden, wenn es irgendwie. Boah, ich habe letztens einen Kommentar gelesen. Der Agrarsimulator 2013 war bis jetzt der beste Landwirtschaftssimulator. Ja, das einzige Problem waren die Bugs. Ach nee. Die paar, ne? Die ein, zwei Bugs. Ja, wieder ein Hochgebildeter. Oh, passt das? Menschen denken sowas, ne? Das ist nicht fake. Nein. Ich meine, in seiner Kernaussage hat er recht, aber.
Nee. Aber du kannst doch stehen bleiben. Doch, ja. Weil Agrarsimulator war wirklich, also hätten sie das mal ordentlich durchgezogen, wäre das ein schönes Konkurrenzprodukt gewesen. Bitte machen hier Agrarsimulator stark. Das halten meine Nerven nicht mehr aus. Er schneidet Bergen und Agrarsimulator. Oh, UEG. Alles auf dem Mond. Es war ja wirklich, es hat auf jeden Fall von der technischen Ausführung, also von der Funktionalität. Also du musst aber auch wirklich sagen, du musst ja die auch... Die technische Ausführung, ich habe angefangen zu dreschen und das Getreide hat geflackert durch alle Wachstumsstufen. Es gab gar keine technische Ausführung. Die technische Tiefe von den Fahrzeugen, also von der Spielmechanik, die war weitaus tiefer. Ach, du meinst das, wenn man auf den Traktor geklickt hat, dass er sich auf der Stelle gedreht hat und so? Wir das reden in der technischen Tiefe der Funktionalität, du Clown. Sorry, aber das war so. Da kannst du nicht über irgendwelche Tiefe reden. Das aber dann müsstest du ja genauso sagen, Notruf 112 ist ja genau der gleiche Bums. Was macht das Spiel, was du nicht gespielt hast? Spiel, was du nicht mehr speichern kannst, was, ja? Ja gut, das ist richtig, aber hätten sie, also gut, ganz bei Notruf 112, das ist Dings, aber hätten sie den Agrarsimulator ordentlich gemacht, ohne diese ganzen Bugs, wäre es ein gutes Spiel gewesen. Hätte. Wurstkette, wir sind fertig. Sag mal, Randy, wie viel Sprit? Oder der dynamische jetzt hier Boden. Wenn er darin erstmal richtig schön verbuggt ist. Wie war's, wenn du einfach die Küche hältst und abmoderierst? Ja, wir sind fertig. Das ist ein Ton. Das ist Randy, da gewöhnt sich spät schon früh genug dran. Na sag mal, Randy, reiß dich mal ein bisschen am Riemen hier. Achso, nee, wir sind dann auf der. Leon, moderieren wir ab. So, Leute, ja, wir sind am Ende von diesem Teil auch wieder angekommen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Tschüss.